Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und willkommen zu einer neuen Folge von Trying Out. Ich versuche gerade so ein bisschen meine Box doch leer zu kriegen, bevor meine Adventskalender Sachen drin sind. Ich habe schon ein paar Sachen vom Adventskalender drin, gebe ich ganz ehrlich zu. Balea Adventskalender an Nikolaus, eine Balea Lippenpflege und schau mal, süß. Ja, das ist die Lovely Moments Lippenpflege. Und das riecht, ich finde nach Vanille. Ich bin mir auch nicht sicher. Ja. Ich benutze heute auch eine Foundation und kein Creme. Gott. Keine getönte Feuchtigkeitscreme. Da ich nämlich diesen Beauty Blender hier von Evelyn, den Make-up Blender, testen möchte. Und ich benutze dafür die Foundation von Max Factor Age Elixir. 2-in-1 Foundation in der Farbe Natural 50. Das ist meine Go-To-Alltags. Davor benutze ich aber noch Primer. Weil ich Primer liebe. Und deswegen benutze ich jetzt meinen Benefit Professional. Den benutze ich eigentlich dauerhaft zur Zeit, wenn ich Foundation trage. Also ich habe nämlich so viele von denen und deswegen benutze ich nämlich die jetzt einfach. Finde die auch richtig gut. Also, ja. So, dann packen wir den hier mal aus. Dann fangen wir doch mal an. Ich tappe das jetzt einfach mal. Also ich finde es schon mal sehr angenehm. Er zieht sehr, sehr viel Produkt ein, finde ich, weil es ist jetzt nichts mehr auf meiner Hand und da ist irgendwie auch nichts mehr. Und die Menge reicht eigentlich immer. Aber er lässt super mit sich arbeiten. Finde ich echt nicht schlecht. So. Das gehört da nicht rein. So. Ich schaue gerade mal, ich glaube, ich habe keinen Concealer drin. Dann benutze ich meinen Concealer jetzt hier, den Maybelline Fit Me in der Farbe 20. Der ist mir ein bisschen zu dunkel, aber da ich hier ja nur zum Produkt testen bin und der auch nicht so viel zu dunkel ist, geht das schon. So, ich sette das jetzt alles mit meinem Puder, weil ich hier keins drin habe, und zwar von Manhattan Essence, das Mattifying Compact Powder in der Farbe 11 Pastel Beige. Was aber jetzt langsam auch leer geht. Was ich bei diesen Maybelline Concealern ganz ehrlich finde, ist, dass sie so einen richtig krassen Gelbstich haben. Also ich finde das schon krass, dass sie da teilweise für Gelbstiche haben. Ich finde, das sieht man jetzt auch voll. Deshalb gehe ich nochmal mit dem Lord & Berry Concealer ein bisschen drüber, um es ein bisschen auszugleichen. Ja. So, ich bin überlegen, ob ich dieses ZB & Co. Perfect Powder Volume and Shape Lipstick benutze, der die Lippen größer macht. Aber ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass ich dann so schaue und so noch ganz viele Videos drehen muss. Ich glaube, teste ich mal anders. So. Ja. Ich habe keinen Lidschatten Primer, deswegen benutze ich meinen jetzigen. Und zwar benutze ich von Barbour den Lip and Eye Primer derzeit. So. Und das ist jetzt die Frage, was ich jetzt denn als Lidschatten nehme. Ich habe hier nämlich eine Lidschattenpalette. Hier habe ich noch einen Lidschatten, aber den blauen finde ich echt so krass. Ja, das schon. Ich benutze jetzt hier die Lidschattenpalette, und zwar von Triffel Cosmetics, die Pralinen Eyeshadow Palette. Daraus zaubern wir uns jetzt einen coolen Look. So. Die Palette hat die Farben. Richtig, richtig cool.
Und ich würde sagen, ich schminke einfach mal einen richtig coolen Look. Und zwar benutze ich jetzt hier dieses Rot. Und dazu mische ich dieses Gold. Das teste ich jetzt mal. Mal gucken. Ich gehe einfach mit diesem Gold innen rein. Okay, auf dem Pinsel sieht das jetzt schon mal mega krass pigmentiert aus. Wow. Krass. Ich benutze echt nicht viel. Und es geht echt gut viel her. Also ich finde den... Mir gefällt das mega. Das ist ja richtig gut pigmentiert. Oh mein Gott. Also es hat auch nicht so einen krassen Fallout oder so. Irgendwie. Lass ich sehr gut drauf machen. Ich glaube, das ist auch mit den Fingern richtig geil. So, außen benutze ich jetzt dieses Rot. Bin ich jetzt auch schon gespannt. Oh, oh. Mega krass pigmentiert aus. Oh mein Gott. Okay. Die Palette ist der Hammer. Jetzt kann man warten, die anderen Farben auszuprobieren. Okay. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Ja, ich habe auch kein Augenbrauenprodukt drin. Oh, hier hatte ich sogar einen Puder drin. Den benutzen wir das nächste Mal. Aber ich muss einfach so viele Produkte jetzt auch testen. Ja. Ich benutze heute ganz, ganz viele Lippenstifte, weil ich habe sau viele da drin. Deswegen, ja. Ich benutze jetzt als Augenbrauen einfach schnell mein Augenbrauenpuder, was ich jetzt im Alltag benutze, ist Trended Up Eyebrow Powder Waterproof in der Farbe 20. Das ist leider schon fast leer, deswegen kann ich euch das nicht gescheit zeigen, weil sonst mir alles entgegenfällt. Weil das geht in den nächsten Tagen leer. Ich freue mich dann wirklich schon, neue Augenbrauenprodukte auszuprobieren. Weil ich finde, in Make-up-Tutorials kann man sich zwar eine Meinung bilden, aber es ist halt viel oft so, dass ich das halt nicht lange nacheinander teste, sondern halt nur einmal und dann nochmal in ein, zwei Monaten. Und ich finde, da kann ich mir nicht richtig eine Meinung bilden. Und deswegen freue ich mich dann immer, wenn ich die im Alltag benutze. Wenn ich dann einfach sagen kann, okay, ich weiß, wie es im Alltag ist, wie es ist, wenn ich arbeite und mich konzentriere und versuche, das zu arbeiten. Ja, und das hatte ich jetzt mit dem Essence Make Me Brow in Dark Brown. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon leer ist. Nee. Dann decke ich jetzt schnell meine Picke ab mit der Catrice Camouflage Cream in der Farbe 10 Ivory. Weil ich zurzeit einfach so viele Picke. Also ich liebe die Camouflage Cream als Abdeckstift, wirklich. Weil es echt schnell geht. Es hält auch lange. Also ich finde es wirklich schön. So. Dann kommen wir jetzt zum Bronzer. Da ich hier jetzt keinen drin habe, benutze ich jetzt einfach den, den ich auch im Alltag benutze, den Essie Silky Touch Blush. Das ist eigentlich ein Blush, aber der ist so dunkel, dass ich den zum Konturieren benutze und der geht jetzt auch demnächst leer. Deswegen freue ich mich schon. Ich blende das jetzt noch aus. So. Ja, ich brauche noch irgendwas. Ich habe hier übrigens noch so Pigmente drin von meinem W7 Adventskalender. Ich glaube, das ist eigentlich für Nägel, aber ich finde das auch voll geil für Make-up-Looks. Ich habe ja echt viele. Ich glaube, ich habe 2 Stück hier. Und ich finde die echt schön. Also ich werde auf jeden Fall meinen Look mit Pigmenten schminken. Ja. Dann als Rouge benutze ich jetzt hier den Pixie by Petra in Beach Rose. Den hatte ich im Glossy Box Adventskalender. Und den benutze ich jetzt. So, starten wir. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde den mehr zum Konturieren benutzen, ganz ehrlich. Also,
Das ist so meine Meinung. Ich finde ihn eigentlich schön, aber ist mir so ein bisschen zu dunkel, finde ich jetzt. Ich glaube, das sehe ich erst, wenn ich den genug getestet habe. Ja, weil ich keinen Highlighter habe, aber hier einen Highlighter-Pinsel in der Glossybox hatte, teste ich das natürlich. Ich habe jetzt hier den Essence Prismatic Rainbow Glow Highlighter. Und da mische ich jetzt einfach mal quer rum. Warum nicht? Ich finde den Highlighter so krass, Leute. Oh mein Gott. Und der Pinsel, der fühlt sich so weich an und mit dem kann man so gut arbeiten. Richtig geil. Ja, dann kommen wir zur Mascara. Ich habe hier wirklich einige. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eyeliner. Ich benutze jetzt einfach mal einen Eyeliner. Unten in den Wimpern. Dass ich hier mal die Sachen wegkriege. Ich benutze eigentlich nie Eyeliner, aber ich will sie mal testen. Ja. Oh, ich muss immer so weinen. So. Der ist übrigens von Douglas und ist der Eyeliner in Back to Black. Richtig, richtig cool. So. Was ist das hier? So. Dann habe ich jetzt zwei Mascaras. Und zwar einmal die von W7, die Absolute Lashes. Und von Benefit, die Bad Girl. Die hatte ich mal als Probe in einer Zeitschrift. Ich nehme jetzt erstmal die von Benefit, um zu gucken, wie die ist, weil die wollte ich mir eventuell auch noch holen. In groß und deswegen kann ich die gleich testen. Okay, geil. Oh mein Gott. Die Mascara ist der Hammer. Oh mein Gott, Leute, die macht die einfach so krass auseinander und tuscht sie so schwarz. Oh mein Gott. Okay, die Mascara steht definitiv auf meiner Wunschliste. Oh mein Gott. Die kann man bestimmt auch krass geil aufbauen. So für Ausgelux, weil ich bin ja nicht so der Typ, der False Lashes trägt. Und deswegen kann ich mir das echt gut vorstellen. Zum Aufbauen. Schauen wir doch mal, wie es ist, wenn ich sie aufbaue. Okay, Hammer. Die gefällt mir richtig gut. Die finde ich richtig gut, Leute. Oh mein Gott. Kann ich wirklich nur empfehlen. Hab mich jetzt schon um. Ja, dann haben wir den Look soweit. Dann kommen wir jetzt zu den ganzen Lipfarben. Und da ich da echt viele habe, werde ich mich jetzt einfach mal durchtesten. Ich fange jetzt einfach mal hier mit dem von Revlon an. Das ist ein Lipstick in der Farbe Strawberry to Paste. Und das ist jetzt so ein Rotglitzer, ne? Ganz ehrlich, der gefällt mir richtig gut. Der ist richtig schön. Also ich bin ja eigentlich nicht so der Gloss-Typ, aber der gefällt mir echt gut. Kann ich mir auch gut im Alltag vorstellen. Ja, der ist richtig schön. Okay, weiter geht's. Was haben wir jetzt nächstes? So, ich habe, ich weiß gar nicht, welche Farbe das ist. Keine Ahnung, aber wir testen einfach. Oh mein Gott. Ach. Wow. Okay. Der ist immer mega geil. So richtig, richtig metallic. Oh mein Gott. Krass. Okay, ich habe noch zwei Lippenstifte. Testen will. Okay, ich habe hier noch einen von Contour Cosmetics. Bin ich schon echt gespannt. Und auch den muss ich auspacken. Da bin ich schon gespannt. Die Farbe übrigens Juju. Okay. Also die ist echt leicht, die Farbe. Ist aber auch viel Produkt immer auf den Pumpen. Aber ich finde die Farbe echt schön. Ist matt.
Finde ich wirklich schön, also auch für den Alltag oder so. Ja, auch nicht schlecht. Und last but not least habe ich hier noch eine von P2, und zwar ist es Dive into Beauty LE in der Farbe Coral Treasure. Also da bin ich jetzt auch schon gespannt. Die Farbe sieht schon mal geil aus. Okay, die ist mega. Richtig geil für den Alltag. Richtig, richtig geil. Nicht zu pinkstichig und auch nicht zu rot. Also richtig, richtig cool. Ja, das war es aber auch schon mit der Box. Jetzt ist die Box definitiv ein bisschen leerer hier. Aber noch nicht ganz. Ich werde weiterhin noch ganz viele Lippenstifte testen. Weil ich echt viele da drin habe. Und ich freue mich drauf. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, gebt ihr mir einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann am Sonntag um 14 Uhr zu einem neuen Video. Tschüss!